Naja, ein Wettbewerb für mich ist, ob man einen Preis gewinnt oder nicht, absolut sekundär. Ich habe nie an Wettbewerben teilgenommen, um zu gewinnen. Das war ein Nebeneffekt. Aber ich rate eigentlich jedem Musiker, in einen Wettbewerb mit dieser Einstellung zu gehen, einfach Musik zu machen, so gut sie oder er das kann. Und es ist eine Möglichkeit, sein Talent, seine Arbeit. Wir arbeiten doch so viele Stunden und Tage und Wochen und Jahre, um das einer Jury und einem Publikum, wo interessante Leute sitzen, das zu präsentieren. Und ich glaube, das ist der Sinn und vielleicht ein gesünderer Zugang zu einem Wettbewerb. Weil das Wort Wettbewerb beinhaltet etwas für mich bisschen Negatives, ja, weil das heißt, besonders in der klassischen Musik, weil es ist kein Sport. Und wie soll man Musik messen können? Nach Punkten, nach erster Platz, zweiter Platz, es gibt keine hundertstel Sekunden oder wie im Sport, wo der Erste, der Schnellste gewinnt oder der die meisten Tore schießt und so weiter. Also ich finde das eine wunderbare Sache. Es hat mir sehr viel gegeben. Man kann sehr viel lernen aus einer Wettbewerbserfahrung, zu einem bestimmten Moment seine Bestleistung abrufen zu müssen. Und egal wie es einem geht, weil für das weitere Leben bei Auftritten fragt dich niemand, wie du dich fühlst, ob es deinem Hund oder der Katze nicht gut geht oder ob du zu wenig geschlafen hast oder müde bist. Das, in dem Moment musst du am Tag X zur bestimmten Zeit deine Bestleistung abrufen. Und dafür ist ein Wettbewerb auch eine Möglichkeit und natürlich, du wirst gehört und auch wenn du keinen Preis gewinnst, wird man deine Stimme hören. Und wenn du ein toller Musiker bist und wenn du dich gut vorbereitet hast, das wird sicher nicht ignoriert werden. Das wird nicht untergehen. Darum ist dann die Nummer zum Preis ist für mich und war es auch immer. Das wurde mir auch so vom Elternhaus und von meiner Umgebung, von meinem Lehrer auch immer so zugetragen. Und es geht darum, deine bestmögliche Leistung abzurufen. Für dich persönlich. Man muss Punkte geben oder wie auch immer das System ist bei der Jury. Aber es soll, wie gesagt, ich bin oft auch begeistert von jemandem, den ich als Juror höre und der dann leer ausgeht. Ja. Habe das Bedürfnis, ihn auch die Geigerinnen und überhaupt Musikerinnen ganz, ganz, ganz stark, jetzt überhaupt weltweit, die übertrumpfen uns Männer derzeit. Aber es geht wirklich nur darum, um einen interessanten Musiker zu hören, jemand, der eine musikalische Botschaft gibt, auch beim Wettbewerb und auch wenn es nicht perfekt ist. Das ist nicht der Sinn. Aber um etwas musikalisch auszudrücken, musst du dein Instrument beherrschen. Also sozusagen Perfektion ist Voraussetzung, damit man Musik macht. Die Bühne ist sozusagen mein allerliebster Ort und wie man sich vorbereitet, ich bereite mich vor, ich bin gestern Nacht aus Tokio gekommen und in 2 Tagen fliege ich schon wieder weg und es ist eine konstante Vorbereitung. Es ist nicht einmal eine Vorbereitung, sondern es ist einfach, du bereitest dich jeden Tag auf den nächsten Tag vor. Ich habe 300 Tage, die ich unterwegs bin im Jahr und darum ist es nicht spezifisch eine andere Vorbereitung für ein Konzert wie morgen, sondern jedes Konzert wird gleich ernsthaft angegangen und die Vorbereitung, ob es Kameras gibt oder nicht, darf ich das so sagen, ja. Ist egal oder soll egal sein. So wie bei guten Schauspielern.
oder? Bei Fernsehen oder Filmschauspielern. Man darf nicht merken, dass sie von Kameras umgeben sind. Sie müssen ganz natürlich sein. Wenn du dich genauso fühlst wie bei dir zu Hause im Wohnzimmer, jetzt von der Verfassung und gleichzeitig aber diese Spannung und dieses, auf Englisch sagt man Excitement, dieses Abenteuer-Feeling und diese Energie, die es nur am Abend gibt, auf der Bühne, die kannst du natürlich nicht simulieren bei dir zu Hause. Das ist immer eine Balance zwischen innerer Ruhe und Spannung. Und dieses Spannungsfeld, diese Energie aufzubauen zwischen der Bühne und den Musikern, die mit dir die Bühne teilen, in dem Fall das die wunderbaren Wiener Symphoniker und Lahav Shani, großartiger junger Dirigent, und sozusagen die Spannung auf der Bühne mit den Musikern, dass die sich und die Elektrizität, sage ich gerne, sich überträgt aufs Publikum. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, das Publikum versuchen zu hypnotisieren und sie in eine andere Welt zu verführen, sodass sie ihren Alltag für, sagen wir, 2 Stunden völlig vergessen. Jedes Konzert, egal ob es ein Wettbewerb ist oder ob es ein Auftritt ist in der Schule oder ob es vor 5 Leuten ist, irgendwo in einem kleinen Zimmer, in dem Moment, wo du auch nur für eine Person spielst, ist die Einstellung und die Vorbereitungszeit sollte eigentlich genau die gleiche sein. Und das gebe ich mit, sich bestmöglich vorzubereiten, aber nicht zu denken, um Gottes Willen, das ist ein Wettbewerb. Ich muss besser sein als der andere oder als die andere. Darum geht es nicht. Es geht wirklich nur darum, sich auf sich selber und auf den Komponisten zu konzentrieren und einfach Musik zu machen, zu musizieren und sich immer wieder weiterentwickeln. Und auch wenn man keinen Preis macht und auch wenn man einen schlechten Tag erwischt und nicht seine Bestleistung abruft, man lernt sehr viel dabei und diese Erfahrung mitnehmen und dann noch härter arbeiten und mit dieser einen Erfahrung sie immer wieder das Negative ins Positive umwandeln, aus der Not eine Tugend machen, ein Stehaufmännchen. Wir müssen das alles sein im Leben und das gebe ich den Musikern mit. Und viel Kammermusik spielen, das ist ganz wichtig, sehr, sehr viel Kammermusik mit Freunden. Kammermusik ist überhaupt das Wichtigste, ist die schönste Streichquartett, die schönste Form Musik zu machen. Auch wenn man jetzt mehr solistisch einen Traum hat und auch die Fähigkeit hat, das Talent hat, eher in die solistische Richtung zu gehen. Oder egal in welche Richtung man gehen möchte oder der Weg einem führen wird, auch später im Leben, das muss man nicht für sich immer selber entscheiden. Sagt, ich möchte das werden. In der Musik ist es ein bisschen anders. Man muss einfach sich dafür entscheiden, der Musik zu dienen. Wenn das ist eine Lebensaufgabe. Ein Leben ist nicht genug dafür. Oder man macht es als Hobby. Das ist natürlich, zum Beispiel, es gibt fantastische Ärzte. Also ich glaube, in Österreich sind die meisten Ärzte Hobbymusiker. Und nicht nur Ärzte, aber sehr, sehr viele aus verschiedensten Berufen. Darum sagt man ja, Österreich ist ein Musikland. Und Wien ist sozusagen wirklich bis heute das Schlaraffenland, das Mekka der klassischen Musik. So das, was Hollywood für Film ist Wien für klassische Musik. Aber überhaupt das ganze Land Österreich ist ein musikalisches Land. Und je nachdem, wie sehr du fasziniert bist und passioniert bist und bereit bist, auch die Opfer zu bringen. Das heißt, stundenlanges Üben, dein ganzes Leben lang. Und ja, die Disziplin, die Leidenschaft und auch die nicht einfachen Zeiten. Ja, es ist ja nicht immer lustig, 8 Stunden am Tag zu üben. Oder 5 Stunden oder 10 Stunden oder 12.
Ja, das kann sehr langweilig sein. Nur wenn man in der Küche etwas kocht, wenn man mit einem Koch spricht, das ist ja auch nicht immer nur lustig, zu schneiden die Zwiebeln, die Karotten, die Gemüse. Und erst wenn alles fertig, perfekt vorbereitet ist, erst dann beginnt man sozusagen mit dem Zauber. Ja, dann beginnt man mit der Kreation in der Küche. Ich koche auch sehr gerne. Und genau dasselbe bei der Musik. Am Anfang, jeden Tag muss man seine Übungen machen. Und es ist viel trockene Arbeit auch. Viel Arbeit, die nicht unbedingt jeden Moment Spaß macht. Aber dann kommt der interessante Teil. Dann kommt der Tag, wo ein neues Werk auf einmal spürt man nach wochenlangen, monatelangen Üben. Auf einmal, das passiert nie am nächsten Tag. Du spürst viele Tage überhaupt keine Verbesserung. Aber es gibt dann diesen einen Tag, manchmal nach Wochen, manchmal nach Monaten, und auf einmal spürst du, wow, das war es wert. Auf einmal formt sich dieses Werk, wo ich mich immer nicht gut damit gefühlt habe, ja, dieses neue Werk. Auf einmal beginnst du es langsam zu beherrschen. Und dann ist es aber trotzdem, brauchst du oder kannst du ein ganzes Leben neue Sachen entdecken. Und das ist die Faszination, wenn ich gefragt werde, ja, aber du spielst jetzt das Tschaikowski-Violinkonzert zum 500. Mal, oder ich habe es nicht mitgezählt in den letzten 30 Jahren, aber es gibt immer, immer etwas Neues zu entdecken. Und das ist das, was uns fasziniert und was uns immer weiter treibt. Kein Auftritt ist gleich. Es hängt vom Publikum ab, von der eigenen Verfassung, vom Konzertsaal, vom Land, wo man spielt, von der Stadt, wo man auftritt. Es sind so viele Faktoren. Und es ist spannend. Klassische Musik ist spannend.